The Golden Globe goes to the White Ribbon. Naja, ich glaube, jeder größere Preis ist wichtig, weil er das Ansehen mehrt und dadurch natürlich auch die Produktionsbedingungen mehrt beim nächsten Projekt. Also je mehr Erfolg Sie haben, ob das jetzt Preise oder Zuschauerzahlen sind oder was auch immer, umso besser sind Ihre Bedingungen für die nächste Arbeit. Deswegen hat jeder Regisseur natürlich gern einen Preis, abgesehen von der persönlichen Eitelkeit, die dann vielleicht auch befriedigt wird. In meiner Familie halt jemand auf nicht sehr, sehr schöne Weise krank geworden und gestorben. Und das habe ich halt miterlebt und das hat mich sehr bewegt. Und das war der Anlass, mir dann den Kopf zu zerbrechen, ob man darüber einen Film machen könnte, weil das ja nicht sehr häufig passiert, dieses Thema, weil es ja angeblich ein Quotenkiller ist. Qu'est-ce qu'il y a? Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich auf Deutsch drehe, höre ich sozusagen das Gras wachsen, also da höre ich die leisesten Fehler automatisch. In einer fremden Sprache muss man mehr hinhören, um mitzubekommen, was nicht richtig ist. Aber das ist auch eine Übungssache. Inzwischen habe ich da eine gewisse Übung und das hilft mir natürlich. Amor, Austria. Sie sagen immer, dass das Publikum entscheiden muss, was es aus Ihrem Film mitnimmt. Aber gibt es doch im Herzen, in Ihnen drinnen, einen Wunsch, eine Konversation, die Sie anregen wollen mit Ihren Filmen? Ja, aber die werde ich Ihnen sicher nicht sagen, weil ich wirklich glaube, dass jede Art von Kunstform, das jetzt ein Buch oder ein Theaterstück oder ein Film ist, nicht dazu da ist, Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen, die produktiv werden für den Rezipienten, dass der in der Konfrontation mit dem, was er da sieht, sich selber darüber Gedanken macht und sich einbringt in diese Fragestellung. Und deswegen ist es ganz kontraproduktiv, wenn sozusagen der Hersteller dieser Arbeit sich selber interpretiert, weil dann nimmt er dem Zuschauer die Freiheit, die er ihm versucht, im Werk herzustellen. If this prize is in my hands, I think the base it's maybe for me and the crew, but the Golden Globe it's for these both fantastic actors. Thank you very much.